Und herzlich willkommen, ihr Freunde des Rollenspiels. Ich bin's, der Max, und wir spielen heute wieder eine weitere Folge von Ashen. Ja, in der letzten Folge haben wir ja den Boss getötet und haben den Hammer geholt. Und gleichzeitig mussten wir noch den Feuerstab holen. Tja, und jetzt sitzen wir vor einem Bindestein, den Bataran mit seinem Hammer freigeschalten hat und ist halt eben so eine Art Sicherungsstein. Und jetzt haben wir die Aufgaben gekriegt, entweder Bataran zu helfen oder und unseren Jokel zu helfen. Das gibt es dann sozusagen eine Haupt- und eine Nebenquest. Wenn man sich das mal anschaut, dann haben wir, nee, das ist es nicht. Das ist denn, wo ist es denn, wo haben wir denn die Questen? Escape, genau. Und da haben wir die Hauptreisen, das wäre dann sozusagen die Reise mit Bataran, das ist die Hauptquest, und wir haben eine Nebenreise mit Jokel. Erklimme die Seeruine, um das Geheimnis hinter Jokels Traum zu entdecken, und Bataran, gehe zum Lichttempel und suche Geffen. Ja, ich habe mich erstmal entschieden, wir machen erstmal den Wandersee und helfen Jokel. Und danach, nein, wir wollen Jokel helfen. Das muss man anklicken. Genau, und dann haben wir oben eine Markierung und laufen da erstmal hin. Und ich glaube, wir mussten hier runter irgendwie. Aber ich weiß nicht, ob man hier noch was finden kann. Sieht nicht so aus. Okay, also hier können wir runtersteigen. Hier ist eine große, lange Leiter. Das Schnellste ist es ja nicht gerade. Gut, man kann auch, glaube ich, mit... Kann man hier F und dann kann man R-Taste drücken? Ja, man kann mit der Rückwärts-R-Taste dann auch noch runterrutschen, die Leiter. Das geht ein bisschen schneller. Was gibt's denn hier? Ah, ein Scoria-Beutel. Gut, brauchen wir auch. Erstmal wähle ich meine Waffe aus. Ach Gott, wie soll ich denn da hin? Oh, nicht wundern hier. Ich wollte nur gucken, ob es die richtigen Tasten waren. Jetzt ist die Frage, ob man da hinkommt. Ich weiß nicht, ob man hier ertrinkt. Oh, souverän. Ein Feiglingsüberrest. Knochen eines gefallenen Feiglings, der dich zurück zum Vagantenruheplatz ziehen kann. Okay. Kann mich da hinziehen? Gut. Gut, wir sind ja am Strand. Und gehen mal weiter. Oh, hier kämpft irgendjemand. Das ist schon mal ganz gut. Okay. Keine Ahnung, was der hier auf der Brücke macht und was der hier haut. Oh, und rennt los. Na gut. Wenn es denn so ist, dann ist das so. Gut, gehen wir mal weiter. Und, oh, da ist noch einer. Den müssen wir noch mit einem Speer. Erstmal Energie tanken. Au. Okay, der hat mir auch noch geholfen. Mit einer helle Bade. Weißer Sapote nehmen wir auch mit. Müssen wir eh gleich trinken. Gut. Da kommt noch einer. Also die Reaktion ist ja manchmal... Gut, weiter geht's. Das ist doch aber nicht Jokel, oder? Ne, der rennt mir auf jeden Fall hinterher hier, der Junge. Okay, da oben liegt auch noch was, sehe ich gerade. Hier. Kletterhilfe vorzuschlagen. So, und er geht jetzt drauf. Doch, das ist Jokel.
So, Ahos abschließbare Truhe. Kehre zurück zum Vagrantenruheplatz. Gut. Ja, das ist ja gut. Dann haben wir die Truhe jetzt auch. Oh, hier mal einmal so ein... Ah, okay, gut. Wir haben leider keinen Sapote mehr. Das heißt, wir müssen mal schauen. Okay, Skora haben wir noch gefunden hier. Kleine Skora-Menge. Okay, mit der R-Taste, wenn man gedrückt hält, kann man auch schneller hochklettern. Was sind da oben? Da steht auch noch eine rum. Was machten die da oben? Aber scheinbar ist die. Steht nur so. Ah, nee, die kann man anreden. Gut, aber man kommt hier nicht hoch, ne? Nee, man muss andersrum. Gut. Was bauen die denn hier? Oh. The darkness has taken so many. Please, may I have Ahu's lockbox? Jokel, gib die Truhe her oder behalt die Truhe. Ja, ist ja seine Quest. So, this is all that remains of my brother's life. Eine halb zerfallene Karte. And a crumbling map. The map may touch the spark to the ritual stone and the crimson sap will flow. The crimson sap is the very lifeblood of the earth. Healing and invigorating. If you find me the right materials, I can fortify your gourd at my work table. A fortified gourd can hold more sap. Gut, das machen wir doch gleich. Die Trinkflasche mit. I once rested from my wanderings with a woman who made gourds for her living. I helped her and she taught me how to fortify a gourd to hold more. Wunderbar. Gut, also wir müssen da hin und müssen den Puposaft machen. Kommen wir hier hoch? Before the light, I didn't bother much with hope. I didn't have anywhere to put it until now. Trade Items, hier kann man 2000 kosten. Was ist das? Weißer Sapote, Objekte tauschen. Na, aber selbstverständlich, wir brauchen hier ein bisschen Energie. Und wie viel haben wir? 820. So. Sapote tauschen. Kann man da nicht ein paar mehr nehmen? Was? 150? Okay, 150. Das ist natürlich ein bisschen teuer. 3 Sapote. Muss reichen. Wo geht's denn hier hin? Ach, hier geht's doch zu dem anderen noch. Zu dem anderen NPC. Okay. Ah, hier ist genau dasselbe. Das sind Händler. Nein, wollen wir nicht. Einfach nur Händler. Gut, da geht's runter wahrscheinlich. Und wir müssen jetzt... Die fangen jetzt an, hier überall rumzubauen. So, ich soll jetzt den Purpursaft nehmen und F drücken. To humanity in the third golden age. We are but wide-eyed children begging for the wisdom of an ancient mother. Okay. Ich soll jetzt gehe zu Jokels Tisch. Ah, okay, wir sollen zu Jokels Tisch gehen. Wo ist denn der schon wieder? Der ist hier irgendwo hinten. Hatte ich doch gerade gesehen. Da, genau. Der stand doch direkt davor. Dahinter. Gehen wir zu dem Tisch. Kosten 1600. Eine Purpurflasche. Trinkflasche mit Purpursaft. Ja, hätte ich mir eh nicht leisten können. Man könnte ja quasi das Skelett verkaufen, aber keine Ahnung. Reise beendet. Sprich mit Jokel. Bataran is getting weaker. How long will it be before he loses his other arm? He used to live with a woman named Vorsa.
She went off to search for a cure. I saw a woman who matched Force's description near Placid Stream. Maybe for Bateron's sake, we should try. Okay, Motte zur Flamme. Bateron is tight-lipped when it comes to Vorsa. Something bad happened between them. I'm sure this woman I saw was Vorsa. She was headed for the cave where we fell. Okay, dann müssen wir mal die Vorsa finden. Die gute Frau von Bataran. Ich verkaufe doch mal hier das olle Skelett, wenn es denn zu verkaufen geht. Hier. Kann man es denn verkaufen? Nee, kann man nur reinstecken oder abwerfen. Na gut. Also man kann so ein Skelett kaufen, wozu das gut ist, Feiglingsüberrest, das zieht einen in die Stadt zurück. So eine Art Portal, vermute ich mal. Finde Forza. Gut. Ach, das ist da hinten auch noch. Da müssen wir oben lang. So, wo müssen wir jetzt hin? Da lang müssen wir. Ja, also die Ausdauer ist ja wirklich sehr knapp, ne? Also man merkt auch, wenn man rennt oder kämpft, das ist echt zu wenig. Also das... Okay. Nein, das war die falsche Richtung. Oh, der dreht sich immer so, das ist doch nicht wahr. Jetzt habe ich hier eine purpurne Flasche gesoffen. Okay, man muss in dem richtigen Moment muss man halt reacten. Habe ich jetzt etwa von der Flasche getrunken? Muss ich doch mal glatt gucken. Ja, auf der 2 ist die Flasche jetzt. Nicht auf der 2, das ist jetzt die Flasche, die ist da. Die stellt was her. Also, der in dieser Trinkflasche enthaltene Puposaft hat einzigartige restaurative Eigenschaften. Jetzt, da ja Ashen wiedergeboren ist, fließt der Saft wieder durch Ritualstalle und andere heilige Gefäße aus der ganzen Welt. Wenn du den Saft trinkst, trinkst du aus dem Lebenssaft des Ashen. Okay, das heißt, das kann man nur das Dingens auffüllen an den Steinen, so wie es aussieht. Schlucke 3. Okay, ich schlucke 3 und dann gibt es 75 Leben wieder. Okay, das ist... Aua. Also irgendwie dreht er sich nicht im Kampf. Oh, haben wir nochmal hier genommen. Wow. Also dieses Drehen, das ist natürlich ein bisschen schwierig hier. Er dreht sich immer, irgendwie muss man sich daran noch gewöhnen. Ich vermute mal, das ist dann muss man mit dem Controller spielen, dass es dann einfacher geht. So, 400 Scorer haben wir. Eine Flasche, so eine Heilung wieder. Okay, da ist der Jokel. Sind wir denn gleich da? Ja, wir sind gleich da. Gut, wir müssen hier hin. Da oben sitzt irgendwie die Forza. Greetings. I am Vorsa. Have you seen how the deer move towards the light? They are drawn to the flame that now fills our sky. But that same flame fills me with dread. I've seen you with Bateron. He has a knack for taking in strays. He had two arms back then. The sickness will take the other if I don't stop it. Vorsa is the name. And yes, I'm out here hunting for a cure. You see, Bateron's not the only one who is sick. I have a few symptoms. So do most folk.
Animals, too. The shorter the lifespan, the faster the illness shows up. Not every animal gets sick, though. That's why I hunt them. To find out why. You want to help? Hunt Einar with me. They're the wild hounds. Three should be enough. Okay, also wir sollen drei Tiere töten, so wie ich das verstanden habe. Jage drei Einar. Einar, was sind denn Einar? Forza hat sich meiner Stadt auch noch angeschlossen. Das ist ja schon mal sehr gut. Wo müssen wir denn hin jetzt? Die Einar zu jagen. Sie durchstreifen das Nadelöhr. Drei Köpfe sollten ausreichen, um ihr zu sagen, was sie braucht halt. Okay, das Nadelöhr. Wo ist denn das Nadelöhr? The Einar roam the Eye of the Needle, hunting Raffets and stray vagrants. Three. Okay, sie hat auch nur das Nadelöhr. Wenn ich wüsste, was das Nadelöhr ist. Aber das kriegen wir wahrscheinlich noch raus. Herauszoomen. Aha. Da ist das Nadelöhr, oder was ist das? Nee, das ist ja... Bataran. Kehre zu Sojokel zurück und Worsa. Da müssen wir nach unten. Ah, okay, wir müssen da unten hin. Dazu müssten wir aber wahrscheinlich erstmal die Hauptquest erledigen. Okay, kehren wir erstmal zurück zu Sojokel. Wow, 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 wow. Aber gleich drei am Hintern, das brauchen wir jetzt auch nicht. Den haben wir auch. Gut, ich trinke mal hier draus aus dem Gefäß. Ich versuch's mal mit einem Schwert und einem Schild. Vielleicht ist das deutlich besser. Au. Oh nee, es ist definitiv nicht. Es ist nicht besser. Also die andere ist deutlich besser. Gut, ich laufe mal. Tschüss. Also ist schon sehr schwierig, das zu steuern. Man jetzt quasi... Okay, wir haben... Also sobald wir an den Punkt kommen, füllt sich die Flasche wieder auf und ich heile mich auch wieder. Ah, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Da kann man ja dann auch ein bisschen üben. Wir sollen ja eh zum... zurückkehren zu Sojokel. Oh, was ist denn das für einer hier? You're still going to bring me those Einar heads, right? Ach, das Worsa. Listen for their warning growls. They do that to scare Raffets into holding still. Gut. Thanks for helping with Worsa. I hope Bataran doesn't mind us asking her to come. Maybe we can help her find a cure. I would hate to lose him just as the light has returned. Ah, still haunts my dreams. Now he urges me to find our father, Vaughn. He and Ahu were very secretive about where they were going. Ahu's map is our only... There's a mark on the map at the... Gut, also wir sollen dann quasi jetzt zum Nadelöhr. Das ist ja ganz gut. Sprich mit Sojokel. Mit Sojokels Vater. Was ist denn das hier? Das Buch? Okay, Trinkflasche mit Puposaft. Kann man nochmal kaufen, oder? Ist also kein einzigartiger Gegenstand, so wie das aussieht. Gut, das haben wir auch. Jetzt haben wir die nächste Quest. Das hier unten ist natürlich... natürlich, da kommen wir jetzt noch nicht hin. Wir machen erstmal die Bataran-Quest. Finde Geffen.
Wo ist denn jetzt die Quest? Achso, wir müssen ja immer nur oben gucken. Da hinten hin. Laufen wir die ganze Zeit in die falsche Richtung. Gut, gehen wir mal da hinten lang. Aber mal gucken, ob wir hier lebend runterkommen. Ja, das kommen wir. Da hinten liegt auch noch was. Oh, da können wir rüberspringen. Oh, hier gibt es auch noch was zu finden. Ah, sehr schön. Scorer. Wie kommen wir denn da jetzt rüber? Ich glaube, wir müssen auf die andere Seite. Kann man denn hier ertrinken? Ja, du ertrinkst. So ein Mist. Also so funktioniert das nicht. Man ertrinkt quasi. Im Fluss. Gibt es dann noch einen anderen Weg? Ja, da hinten ist, da müssen wir lang. Wir müssen über die Brücke. Okay, jetzt hier runter. Ist jetzt nicht der normale Weg, aber... Wandersee. Hier ist ein Kaninchen. Okay, also wenn man Vorwärts- und R-Taste gedrückt hält und dann die Angriffstaste drückt, dann macht man natürlich einen Angriff. Oh, hier steht einer drauf. Der mag das überhaupt nicht, dass ich komme. Wow, 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 wow. Ach, der ist auch noch da oben. Der kriegt ja keinen Schaden. Ja, und da kommt Jokel und geht erstmal von hinten rein und nagelt ihn um. Oder ist das eine Wache? Ja, der rennt einfach weg hier. Na gut. Finde Giffen. Gut, hier sind wir jetzt drüber. Au. Au, 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 au. So, den haben wir. Wow, der haut aber zu, dieser Sturmangriff, das muss man mal sagen. In allen Ehren, der Eisenkeule, aber das Ding macht Schaden. Ach, jetzt wo kommt denn Jokel her plötzlich? Also die sitzen hier unten am Lager. So, wie kommen wir denn jetzt da hoch? Da hinten müssen wir hoch. Erstmal hier schnell noch die Sachen holen. Ach, da ist ja auch wieder eine Menge Holz. So, Jokel, jetzt geh mal davor. Da sind drei Leute und mach mal da seinen Job. Ah, ein Sapote, nehmen wir mit. Oh, was war das? Ein Riesenknüppel. Gehaltene Waffen. Zerbrochene Spießkeule, 39. Und was hat der? 36? Der ist ja weniger. Wieso das denn? Zerbrochener Knüppel, 36 bis 48 Schaden, 10 bis 15 Schocker, kritische Trefferchance 0. 39 bis 46. Okay, also da ist der Min-Schaden höher. Und bei der ist der Max-Schaden höher. Okay, hier ist eine größere Varianz, deswegen. 10 bis 15, der Knüppel 10 bis 15 und 0. Ja, das ist also, der Eisenknüppel ist ja genauso gut. Beziehungsweise ein bisschen besser. Den haben wir auch. So, da hinten ist auch noch einer. Genau, hier wollten wir ja hin.
Okay, man kann das nur da reinsetzen. Und die Waffen hier, ich weiß nicht, wozu das ist hier. Da wirft man wahrscheinlich Geld hin. Und wahrscheinlich hauen dann die Räuber ab. Nee, das wollte ich doch jetzt nicht. Man kann also hier quasi immer aussetzen. Moment. Nehmen. Nehmen wir doch mit, den Sapote. Das war's jetzt hier, glaube ich. Und wir gehen weiter. Ja. Ach, da sind die schon wieder. Also gegen drei habe ich keine Chance. Vielleicht kommt da mal der Jokel nochmal. Okay, na lassen wir mal. Wir müssen ja die Quest weitermachen. Das ist ja ganz wichtig. Ach, hier ist er. Bataran. The darkness hungers within these buried halls. Take this lantern, lest the starving shadows consume you. Ja, jetzt ist die Frage, nimm die Laterne oder lehne die Laterne ab, ist eine gute Frage, aber ich glaube, der Bataran hat ja schon immer uns was Gutes gewollt, also nehmen wir die Laterne. Tüftler-Laterne hinzugefügt. To walk alone into darkness is to walk in the company of death. Das heißt quasi, ich habe jetzt endlich eine Laterne, wenn man in die Höhlen geht, damit wir ein bisschen was sehen. Gut, und wo ist die Laterne? Da ist sie. Aschelumen. Diese Laterne ist so alt wie Lathyrus und wurde von einem erfahrenen Handwerker wiederbelebt und verbessert. Althergebrachtes braucht man manchmal neue Ideen. Flokia hat das mal gesagt. So, und wie macht man die Laterne an? Ah, mit Q. Das heißt, man hat einen Knüppel und eine Laterne. Nice. Und man hat ein Schild. Okay. Das haben wir jetzt auch. Und wir sollen Geffen finden jetzt. Wo ist denn Geffen? Ne, das ist nicht Geffen. Wir sind doch da. Das ist doch Geffen hier. Bataran und Suche nach Geffen. The Annex was once a place of friendship. Its doors only open to those who are joined together. Okay. Gut. Also das ist hier irgendwie der Tempel. Aber wir müssen hier hin. Finde Geffen im Lichttempel. Ihr wisst, wo der rumhängt. Vielleicht hier oben. Ne, da geht's nicht hin. Gut, da brauchen wir gar nicht hin. Vielleicht muss man hier irgendwas machen. Ah, man muss hier was öffnen. Also rätseln, das ist auch ganz nett. Du brauchst Hilfe, um die Tür zu öffnen. Ich will da nicht rein. Q ziehen um die Laterne. Ja, sehr schön. Das ist ja genau das. Ah, da steht irgendwas Schwarzes. Das ist schon mal gar nicht witzig. Jetzt kann man auch ein bisschen die Gamma wieder runterschrauben, die wir ja letztes Mal etwas höher geschraubt haben, damit wir ein bisschen mehr vom Spielerlebnis sehen. Die Gamma, so auf 50 wieder zurück. Dann sollte das ein bisschen besser wirken. Ah, so sieht das schon ganz anders aus. Oh Gott. Aber ich kann meine Eisenkeule nicht verwenden. Und ein Schild habe ich auch nicht. Okay, die sagt geradeaus. Wo geht's denn hier hin?
Also wenn da irgendeine schwarze Gestalt sagt, da geht's geradeaus, dann geht man natürlich nicht geradeaus. Ne? Würde ich nicht machen. So Leute, wir haben drei Wege. Und wie es jetzt weitergeht, das könnt ihr dann gerne in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja ein paar Kommentare schreiben, ein paar Tipps, ein paar Tricks oder ob es euch gefallen hat. Ja, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also, macht's gut.